Merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden klingeln, anklopfen, eintreten, bringen, sich verabschieden fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz klingeln. Bir zili çalmak veya kapı zili çalmak anlamına geliyor. Präsens, ich klingle. Ben zili çalıyorum. Ich klingle. Ich klingle. Präteritum, ich klingelte. Ben zili çalıyordum, çaldım. Ich klingelte. Ich klingelte. Perfekt, ich habe geklingelt. Ben zili çaldım. Ich habe geklingelt. Ich habe geklingelt. Tekrar edelim. Ich klingle. Ich klingle. Ich klingelte. Ich klingelte. Ich habe geklingelt. Ich habe geklingelt. Futur 1. Ich werde klingeln. Ben zili çalacağım. Ich werde klingeln. Ich werde klingeln. Futur 2. Ich werde geklingelt haben. Ben zili çalmış olacağım. Ich werde geklingelt haben. Ich werde geklingelt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geklingelt. Ben zili çalmıştım. Ich hatte geklingelt. Ich hatte geklingelt. Tekrar edelim. Ich werde klingeln. Ich werde klingeln. Ich werde geklingelt haben. Ich werde geklingelt haben. Ich hatte geklingelt. Ich hatte geklingelt. Örnek cümlemize geçelim. Als Kind machten wir viele Streiche. Zum Beispiel klingelten wir an allen Haustüren und liefen dann schnell weg. Çocukken çok fazla şaka yapardık. Örneğin tüm kapı zillerini çalar ve hızlıca kaçardık. Tekrar edelim. Als Kind machten wir viele Streiche. Zum Beispiel klingelten wir an allen Haustüren und liefen dann schnell weg. Als Kind machten wir viele Streiche. Zum Beispiel klingelten wir an allen Haustüren und liefen dann schnell weg. Diğer fiilimiz anklopfen. Kapıyı çalmak, kapıyı vurmak veya bir yüzeye vurup ses çıkarmak anlamına geliyor. Anklopfen ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich klopfe an.
Ben kapıyı çalıyorum. Ich klopfe an. Ich klopfe an. Präteritum. Ich klopfte an. Ben kapıyı çalıyordum, kapıyı çaldım. Ich klopfte an. Ich klopfte an. Perfekt. Ich habe angeklopft. Ben kapıyı çaldım. Ich habe angeklopft. Ich habe angeklopft. Tekrar edelim. Ich klopfe an. Ich klopfe an. Ich klopfte an. Ich klopfte an. Ich habe angeklopft. Ich habe angeklopft. Futur 1. Ich werde anklopfen. Ben kapıyı çalacağım. Ich werde anklopfen. Ich werde anklopfen. Futur 2. Ich werde angeklopft haben. Ben kapıyı çalmış olacağım. Ich werde angeklopft haben. Ich werde angeklopft haben. Plusquamperfekt. Ich hatte angeklopft. Ben kapıyı çalmıştım. Ich hatte angeklopft. Ich hatte angeklopft. Tekrar edelim. Ich werde anklopfen. Ich werde anklopfen. Ich werde angeklopft haben. Ich werde angeklopft haben. Ich hatte angeklopft. Ich hatte angeklopft. Örnek cümlemize geçelim. Ich habe an der Tür angeklopft, doch niemand machte auf. Kapıyı çaldım fakat hiç kimse açmadı. Tekrar edelim. Ich habe an der Tür angeklopft, doch niemand machte auf. Ich habe an der Tür angeklopft, doch niemand machte auf. Diğer fiilimiz eintreten. Bir binanın, bir odanın içerisine girmek anlamında kullanılır. Eintreten ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsenz, ich trete ein. Ben içeriye giriyorum. Ich trete ein. Ich trete ein. Präteritum, ich trat ein. Ben içeriye giriyordum, içeriye girdim. Ich trat ein. Ich trat ein. Perfekt. Ich bin eingetreten. Ben içeriye girdim. Ich bin eingetreten. Ich bin eingetreten. Tekrar edelim. Ich trete ein. Ich trete ein. Ich trat ein. Ich trat ein. Ich bin eingetreten. Ich bin eingetreten. Futur 1. Ich werde eintreten. Ben içeriye gireceğim. Ich werde eintreten. Ich werde eintreten. Futur 2. Ich werde eingetreten sein. Ben içeriye girmiş olacağım. Ich werde eingetreten sein. Ich werde eingetreten sein. Plusquamperfekt. Ich war eingetreten. Ben içeriye girmiştim. Ich war eingetreten. Ich war eingetreten. Tekrar edelim. Ich werde eintreten. Ich werde eintreten. Ich werde eingetreten sein. Ich werde eingetreten sein. Ich war eingetreten. Ich war eingetreten.
Örnek cümlemize geçelim. Sie öffnete die Tür und ihre Gäste traten ein. Kapıyı açtı ve misafirleri içeriye girdiler. Tekrar edelim. Sie öffnete die Tür und ihre Gäste traten ein. Sie öffnete die Tür und ihre Gäste traten ein. Diğer fiilimiz bringen, getirmek anlamına geliyor. Bringen, düzensiz bir fiildir. Präsent, ich bringe, ben getiriyorum. Ich bringe, ich bringe. Präteritum, ich brachte, ben getiriyordum, getirdim. Ich brachte. Ich brachte. Perfekt. Ich habe gebracht. Ben getirdim. Ich habe gebracht. Ich habe gebracht. Tekrar edelim. Ich bringe. Ich bringe. Ich brachte. Ich brachte. Ich habe gebracht. Ich habe gebracht. Futur bir. Ich werde bringen. Ben getireceğim. Ich werde bringen. Ich werde bringen. Futur iki. Ich werde gebracht haben. Ben getirmiş olacağım. Ich werde gebracht haben. Ich werde gebracht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gebracht. Ben getirmiştim. Ich hatte gebracht. Ich hatte gebracht. Tekrar edelim. Ich werde bringen. Ich werde bringen. Ich werde gebracht haben. Ich werde gebracht haben. Ich hatte gebracht. Ich hatte gebracht. Örnek cümlemize geçelim. Ich kann leider nicht gut kochen. Deshalb bringt mir meine Mutter sehr oft etwas zum Essen mit. Maalesef iyi yemek pişiremiyorum. Bu yüzden annem bana çok sık yiyecek bir şeyler getiriyor. Tekrar edelim. Ich kann leider nicht gut kochen. Deshalb bringt mir meine Mutter sehr oft etwas zum Essen mit. Ich kann leider nicht gut kochen. Deshalb bringt mir meine Mutter sehr oft etwas zum Essen mit. Diğer bir fiilimiz sich verabschieden. Birisine veda etmek, vedalaşmak anlamına geliyor. Sich verabschieden refleksif bir fiildir. Präsent, ich verabschiede mich. Ben vedalaşıyorum. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Präteritum, ich verabschiedete mich. Ben vedalaşıyordum, vedalaştım. Ich verabschiedete mich. Ich verabschiedete mich. Perfekt. Ich habe mich verabschiedet. Ben vedalaştım. Ich habe mich verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet. Tekrar edelim. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Ich verabschiedete mich. Ich verabschiedete mich. Ich habe mich verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet. Futur bir. Ich werde mich verabschieden. Ben vedalaşacağım. Ich werde mich verabschieden. Ich
Werde mich verabschieden. Futur 2. Ich werde mich verabschiedet haben. Ben vedalaşmış olacağım. Ich werde mich verabschiedet haben. Ich werde mich verabschiedet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich verabschiedet. Ben vedalaşmıştım. Ich hatte mich verabschiedet. Ich hatte mich verabschiedet. Tekrar edelim. Ich werde mich verabschieden. Ich werde mich verabschieden. Ich werde mich verabschiedet haben. Ich werde mich verabschiedet haben. Ich hatte mich verabschiedet. Ich hatte mich verabschiedet. Örnek cümlemize geçelim. Er verabschiedete sich mit einer Umarmung von ihr. Ona sarılarak veda etti. Tekrar edelim. Er verabschiedete sich mit einer Umarmung von ihr. Er verabschiedete sich mit einer Umarmung von ihr. Bu dersimizde klingeln, anklopfen, eintreten, bringen, sich verabschieden fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.